Hallo, ich habe hier eine Umsatztabelle. Das ist nicht nur eine Tabelle, das ist eine Liste, die habe ich hier über den Reiter Start als Tabelle formatiert. Und wenn ich mich dann hier reinstelle, dann sehen wir das. Ich kriege hier Tabellentool angezeigt, habe also hier noch mehrere Möglichkeiten mit der Tabelle zu arbeiten. Das würde ich überhaupt empfehlen, Listen hier als Tabellen zu formatieren. In diese Umsatzliste kommt die Kundennummer, Datum und meine Kundendaten, aber die Kundendaten, die schreibe ich hier nicht ein, also sämtliche Adressdaten, die hole ich mir per S-Verweis aus der Tabelle Kunden, die ich hier ebenfalls, also auch als intelligente Tabelle formatiert habe. Dann trage ich hier eine Artikelnummer ein, ja, und auch diese Artikelbezeichnung und den Stückpreis hole ich mir meiner Artikeltabelle per S-Verweis. Ich will auf diesen S-Verweis jetzt hier nicht näher eingehen, der sollte jedem irgendwie geläufig sein. Die Menge tragen wir noch per Hand ein und natürlich den Endpreis, den lasse ich mir ganz einfach berechnen, Menge mal Stückpreis. So, dann habe ich hier einen Reiter Rechnungen und ich will jetzt meinen Kunden natürlich auch mal eine Rechnung schicken. Da habe ich dann hier die Adressdaten. Auch diese Daten hole ich mir per S-Verweis aus meinen Kundendaten. Hier haben wir den Vor- und den Zunamen. Das habe ich über eine Verknüpfung gemacht. Wir sehen also hier zwei S-Verweise mit einem kaufmännischen und hier in Leerzeichen und den anderen S-Verweis für den Nachnamen verknüpft. Dann haben wir hier immer dieselben Abstände. Dann brauchen wir das hier nicht in zwei Spalten machen. Dann haben wir hier so einen großen Abstand immer dazwischen. So als kleiner Tipp hier. Näher will ich nicht drauf eingehen. Suchkriterium ist hier immer die Kundennummer, die ich hier per Dropdown-Liste festlegen kann. Und dann haben wir hier die Bezeichnungsfelder Datum, Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Stückpreis und Endpreis. Die habe ich hier übernommen aus den Spaltenüberschriften. Die sollte man sich dahin kopieren oder wenn man sie per Hand schreibt, dann darauf achten, dass keine Tippfehler drin sind, weil das sonst nicht funktioniert. Die Daten will ich hier für die Rechnung also aus der Umsatztabelle mir holen per Spezialfilter oder wie er jetzt heißt, hier Filter erweitert. So, da ist es wichtig, dass wir in diesem Tabellenblatt hier stehen. Dann gehe ich jetzt mal hier auf den Filter. Als erstes legen wir die Aktion fest. Wir wollen Daten hier an eine andere Stelle kopieren. Dann klicke ich mal das an. Jetzt stehen hier schon Daten drin, weil ich das hier schon ausprobiert habe. Als erstes legen wir den Listenbereich fest. Klicke das mal an. Ich muss also alles hier markieren, bis unten auf die Gesamtsumme. Dann sehen wir also die Kopfzeilen und die Daten. Weil wir das als intelligente Tabelle formatiert haben, schreibt er mir das auch hier so rein. Das sind also sozusagen sprechende Formeln immer. So, der Kriterienbereich, der soll hier die Kundennummer sein und auch hier müssen wir die Überschrift und die Kundennummer markieren. Ich will also alle Rechnungsdaten für den Kunden mit der Nummer 2 haben und dann soll er mir das hier kopieren in diesen Bereich bis hier unten, also wo dann die Berechnung der Mehrwertsteuer und der Summe beginnt, und dann können wir auf OK klicken und wir sehen, der übernimmt uns hier die Daten. Wenn hier dann Daten drinstehen, das kriegen wir hier so eine blaue Farbhinterlegung. Das habe ich hier erreicht über die bedingte Formatierung. Ja, so schnell kriegen wir mit dem Spezialfilter die Rechnung gefüllt. Freilich, wenn wir die Kundennummer jetzt ändern, dann müssen wir den Filter hier neu setzen, und dass wir das nicht immer wieder neu machen müssen, möchte ich mir das als Makro aufzeichnen. Ich nehme jetzt hier die Daten nochmal raus und gehe hier auf die Kundennummer 1. Dann gehe ich hier mal auf die Entwickler-Tools. Bei wem dieser Reiter nicht vorhanden ist, der geht hier einfach auf die Optionen, hier im Menüband anpassen und setzt den Haken hier bei Entwickler-Tools. Und in diesem Reiter, da haben wir hier die Makros und ich will das hier jetzt als Makro aufzeichnen. Ich gehe einfach die Schritte mit dem Spezialfilter jetzt noch einmal und dann zeichnet der mir jeden Schritt auf und wir brauchen das nachher nicht alles nochmal zu wiederholen. Ich gehe jetzt mal auf Aufzeichnen. Ich gebe
dem Makro hier Namen, nämlich Rechnung, und lege mal hier schon erst eine Tastenkombination fest mit Steuerung und R soll das Makro ausgeführt werden, R für Rechnung, und ich speichere das in dieser Arbeitsmappe. So. Jetzt zeichnet er mir jeden Schritt auf, den ich hier tue. Ich gehe auf den Reiter Daten, erweiterter Filter, klicke hier an einer anderen Stelle kopieren, gehe jetzt auf den Reiter Verkauf, markiere hier die gesamte Tabelle, den Kriterien und Bereich, den lege ich jetzt hier einfach auch nochmal fest, obwohl der jetzt hier drin steht. Ich könnte das hier jetzt so übernehmen, will das aber trotzdem für das Makro hier nochmal festlegen. Kriterienbereich soll die Kundennummer sein, also die Überschrift und die Kundennummer. Und kopieren soll er mir das hier. Wir müssen die Überschriften mit erfassen bis hier unten. Und ich bestätige das. Und dann sehen wir, jetzt haben wir hier die Daten für die Kundennummer 1 drin. Und jetzt gehe ich hier wieder auf Entwicklertools und beende die Aufzeichnung. So, dann möchte ich das Makro jetzt natürlich auch mal ausprobieren. Ich wähle hier eine andere Kundennummer, vielleicht die Kundennummer 3, und drücke jetzt mal STRG und R. Und da sehen wir, wir kriegen für die Kundennummer 3 die Daten angezeigt. Wir geben in die Verkaufsliste die Kundennummer 3. Die steht auch bloß einmal hier drin. Das ist Mustermann Werner und der hat Telefaxrollen gekauft. Gucken wir mal. Jawohl, Telefaxrollen. Und Werner Mustermann steht hier drin. Makro funktioniert. Und ich habe hier schon eine Schaltfläche angelegt. Das machen wir ebenfalls über die Entwicklertools. Einfügen. Und habe hier ja, so eine Schaltfläche genommen. Und habe die mir mal hier hingepackt. Und da klicke ich jetzt mal mit rechter Maustaste drauf. Und da kann ich jetzt dieser Schaltfläche das Makro zuweisen. Dann brauche ich hier nicht immer mit STRG und R zu arbeiten. Makro zuweisen. Und jetzt öffnet er mir hier meine Makro-Übersicht. Und dieses Makro habe ich ja hier festgelegt, das klicke ich an, sage hier okay, und jetzt gehe ich hier wieder in irgendeine leere Zelle, suche nochmal jetzt eine andere Kundennummer aus, gucken wir mal die Kundennummer 5, jawohl, die Kundennummer 5 ist zweimal hier vorhanden, einmal hier Hagens Hubert, Doppelordner und ein Jahresplaner, stimmt das, jawohl, ja. So schnell können wir also eine Rechnung erstellen. Ich wünsche viel Spaß beim Nachbasteln. Okay,